Die Zensur von regierungskritischen Meinungen hat begonnen und als einen der allerersten trifft es jetzt den Komödien Mario Barth. Dem wurden jetzt nämlich Videos gesperrt und die Begründung ist einfach nur noch lächerlich. Und damit passiert jetzt genau das, wovor alle in den sozialen Medien gewarnt haben. Frau Faeser hat ja nach der Korrektivaffäre das Antidemokratieförderungsgesetz erlassen, wonach jetzt beliebig jede Regierungskritik und jede Meinung zensiert werden darf. Und offiziell natürlich immer nur in dem Kampf gegen rechts, aber wir alle wissen ja ganz genau, dass mittlerweile alles rechts ist, was eben nicht dem links-grünen Mainstream oder der woken Regierung folgt. Auf MSN war gestern folgendes zu lesen. Mario Barth, TikTok sperrt sein Gender-Video. Die Wut ist groß. Mario Barth ist ein Mann der klaren Worte. Das beweist er nicht nur auf der Bühne jedes Mal aufs Neueste. Auch auf seinem Social-Media-Account spricht der RTL-Star regelmäßig Klartext und scheut dabei auch vor kontroversen Themen nicht zurück. Jetzt wurde ein Video von ihm zum Thema Gendern gesperrt. Gendern ja oder nein? Es gibt wohl aktuell kaum ein Thema, welches mehr Diskussionsstoff bietet. Einige Menschen sprechen sich klar dafür aus, mithilfe einer geschlechtergerechten Sprache sollen sich alle angesprochen fühlen, die Sprache soll gerecht sein, niemand auszugrenzen, so lautet die Argumentation der Genderbefürworter, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Mario Barth hingegen sieht das ganz anders und kassiert dafür jetzt prompt eine Sperre bei TikTok. Also offenbar wurden ihm nicht nur das Video zensiert, sondern der hat sogar eine Sperre bekommen. Und das ist echt krass. Das heißt also, wenn du jetzt nicht mehr korrekt genderst, dann wirst du in den ersten sozialen Medien gesperrt. Und jetzt lasst uns mal dieses überaus kritische Video von Mario Barth anschauen, welches gesperrt wurde. Und dann könnt ihr selber sagen, ob dieses Video so krass schlimm ist, dass man es jetzt sperren muss, dass es die Bevölkerung nicht mehr sehen darf. Ja? Dass man die Bevölkerung quasi davor schützen muss. Schaut es euch mal an. Und das ist jetzt so, also ich meine, ich sehe es ja auf deinem T-Shirt, mein Lieber. Ne? Ja, ja. Was denn? Das ist grün, das hat er ja gerade gesagt. Grün. Was denn? Ja. Wegen dem Aufdruck? Was steht da unten? Ich gender nicht, ich habe einen Schulabschluss. Ich hoffe, es ist erlaubt. Ja, sicher. Aber nein, ich wurde in der Tat vor dieser Tour von einer Genderbeauftragten gefragt, ob ich nicht aufgrund meiner Reichweite, Facebook, Instagram und so, ob ich nicht gendern würde. Und dann sage ich, ich kann das nicht. Ich möchte, dass ich gender. Ich gehöre zu der Minderheit von 85%, die das auch nicht mögen. Und ich gender einfach nicht. Und dann, kein Scherz. Und dann hat die wirklich nachgehakt und gesagt, aber Herr Barth, wenn Sie das machen können, vielleicht, Sie haben auch viele junge Leute und so, dann erreichen Sie ein paar. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, wenn die Frauen dasselbe Geld verdienen wie die Männer, dann fange ich an zu gendern. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört, leider. Haben Sie sich nicht mehr gemeldet? Nein. Ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich konnte an diesem Video keinerlei schlimme Sachen sehen, vor denen man die Bevölkerung warnen oder beschützen muss. Ich meine, wenn du als normal denkender Mensch die Wahrheit sagst, dann wirst du hier zensiert. Und selbst wenn du das Ganze in Satire packst, wirst du gesperrt. Und das ist so krass. Vor allen Dingen, wenn man mal die Vergleiche in den öffentlichen Medien zieht. Während zum Beispiel ein Jan Böhmermann im ZDF davon sprechen darf, AfDler um die Ecke zu bringen und das ZDF das sogar noch als Satire rechtfertigt, dann ist das vollkommen okay und kein Problem und ist sogar in den öffentlichen Medien drin. Wenn du dich aber übers Gendern lustig machst, dann geht das absolut gar nicht und dafür wirst du gesperrt. Und das ist so unglaublich, welche Heuchelei hier genommen wird, um bestimmte regierungsfreundliche Themen zuzulassen und regierungskritische Themen sofort zu sperren. Und natürlich hat Mario Barth dazu sofort Stellung genommen und er hat auf Instagram Folgendes zu der Sperre geschrieben. Links siehst du hier den Beweis für das gesperrte Video und rechts siehst du den Kommentar von
Mario. Und er sagt, da wurde mein Ich-Gender-Nicht-Video bei TikTok gesperrt. Ich bleibe aber dabei und sage, was laut neuester repräsentative Umfrage 86,3% der Deutschland Lebenden denken. Wir haben andere Probleme als das Gendern. Euch einen schönen Donnerstag und immer daran denken, ohne Humor geht das alles nicht mehr. Tja, meine lieben Zuschauer. So viel also zum Thema Meinungsfreiheit und Zensur im besten Deutschland aller Zeiten. Und Mario Barth, der ist ja nicht der einzige Kommandant, der das Thema Gendern kritisiert. Auch Dieter Hallervorden kritisiert das Gendern massiv. Schaut euch mal folgenden Ausschnitt an. Theater ist ja verbunden mit der deutschen Sprache. Jetzt sind Sie ein sehr streitbarer Kämpfer, auch für die deutsche Sprache. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Also ich bin ja seit langen Jahren Ehrenvorsitzender im Verein Deutsche Sprache. Und es ist so, die deutsche Sprache ist ja ein Kulturgut, was uns allen gehört. Ich kann nicht akzeptieren, dass von einer politisch orientierten Minderheit vorgeschrieben werden soll, wie man jetzt in Zukunft sich auszudrücken hat. Wir leben ja in einer Art von Empfindsamkeitskult und ich weiß manchmal überhaupt nicht mehr, wie ich verbal, welchen Slalom ich nehmen muss, um alle Fettnäpfchen einigermaßen zu umrunden. Und es ist ja auch nirgends jemals festgestellt worden, ob tatsächlich ein Eingriff in die Grammatik einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen kann. Ich glaube, dass Sprache sich aus sich heraus entwickelt, aber nicht von oben herab auf Befehl. Und deswegen kämpfe ich natürlich dafür, dass man die deutsche Sprache so lässt, wie sie ist. Zumal ich persönlich, was die Gleichstellung von Frau und Mann betrifft, ich brauche da nicht zur Sensibilität erzogen zu werden. Und ein großer, weiser, nicht weißer, ein großer, weiser alter Mann wie Joachim Gauck hat gesagt, Gendern ist wie betreutes Sprechen. Und da kann ich dem Dieter nur 100% zustimmen. Ich meine, wer gendern will, der soll das ja gerne machen. Aber wer keine Lust auf Gendern hat, der soll ebenfalls so reden dürfen, wie er will. Und 86% der Deutschen wollen eben nicht gendern. Und das ist auch gut so. Und da hat der Staat nicht vorzuschreiben, ob sie dann gendern oder nicht. Und er hat auch nichts anderes zu zensieren. Das geht doch gar nicht. Und auch der dritte Kommandant hier im Bunde, Dieter Nuhr, der ist ja auch ein Gender-Gegner der ersten Stunde und der macht sich ja in allen seinen Shows darüber lustig. Schaut euch mal folgenden Ausschnitt von ihm an. Ich freue mich natürlich immer, wenn sich alle gut fühlen und repräsentiert fühlen und ich weiß nur nicht, ob ich es sinnvoll finde, wenn eine gesellschaftliche Gruppe sprachlich repräsentiert wird durch eine Pause beim Sprechen. Besser wäre es doch, man würde die Pause durch ein deutliches Geräusch ersetzen, um denen, die sich nicht in das binäre Mann-Frau-Schema einordnen können, lautstark einen Platz zu geben. Das sollte doch kein Problem sein für unsere JournalistInnen. Also meine lieben Zuschauer, ihr könnt hier wirklich ganz deutlich sehen, dieses ganze Gendern ist vollkommener Quatsch und das kann wirklich nur noch mit Humor ertragen werden. Aber wenn jetzt dieser Humor und diese Beiträge von den Komödianten ebenfalls politisch zensiert werden, dann kann man darüber nur noch mit dem Kopf schütteln. Unsere Regierung und allen voran Frau Faeser mit ihrem Antidemokratie-Förderungsgesetz machen sich einfach nur noch lächerlich. Das Innenministerium, das schützt nicht mehr das deutsche Volk, sondern diese Frau verfolgt nur noch ihre woke ideologische Agenda und das auch mit unserem Steuergeld. Und das ist für mich krasse Politik gegen das deutsche Volk und auch krasser Steuermissbrauch. Und das, meine lieben Zuschauer, muss sofort aufhören.